Hi, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Diablo 3. Ja, ich ich hatte irgendwie gerade Mass Effect im Kopf, aber. Annehmen! Der Hort des Schlechters! Du spielst doch nicht mal Mass Effect. Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Was kann der so Tolles? Das ist der Bossgegner von Akt 1. Komm, den machen wir doch mit links, oder? Ich hoff's doch. Ja klar, was ist los, Alter? Den bashen wir kurz nieder, ey. Ja, guck mal, wie sein Leben weggeht, ey. Das hat echt etwas ein. Ja. Oh, oh. Ah, mein Feuer. Oh. Okay, wenn er ein Herz überkommt, hat man ein Problem. Ja, vor allem, wenn er im Feuer steht. Oh. 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 Fuck, fuck, fuck. Die Schlachte. Oh, war das knapp, Alter. Und jetzt auch schon mal hier einsammeln. Wartet, so. Knapp! Okay, wartet, da kommt neues Wissen. Das will ich mir jetzt anhören. Okay. Die Wahrheit über den schlechten Dämon war um einiges schrecklicher, als ich jemals erwartet hätte. Offensichtlich gibt es in den brennenden Höllen viele von ihnen, obwohl sie einst einzig und allein Diablo gehorchten. Die Schlechter werden aus Körperteilen anderer Dämonen zusammengenäht, um so all ihre Stärke in einem einzigen Körper zu sammeln. Anschließend werden sie mit böser Magie zum Leben erweckt. Okay. Bäh, ist das eklig. Was ist das hier? Frankensteins Monster oder was? Sein Gerippe. Findet den Fremden. Na klar, machen wir doch. Guck, schon wieder ein Speicherpunkt. Ich meine, ich verstehe es jetzt nach dem Gegner, aber... Die Speicherpunktsetzung ist seltsam. Ein bisschen, ja. Lecker, hier hat jemand viel geblutet. Ja, es sind halt ein paar Frauen mit. Oh, ich will kurz gucken. Ach, es sind unidentifizierte Gegenstände, okay. Hätte mich mal interessiert. Oh, seltener Zauber. Was will ich mit einem scheiß Zauberhut? Ich habe auch einen Zauberhut bekommen, also. Was soll denn der Scheiß? Den holen wir uns! Geh du rechts runter, das wird epischer. Warte. Jetzt. Ab! Und go! Stirb! Säcke! Warst du schon, oder was? Ja, boah, das war ja. Ich sterbe. Ergreift euer Schwert! Mein Schwert? Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin. Tyrael. Hi. Tyrael. Der Zerstörer vom Weltenstein. Sprichst du ihn an? Spreche ich ihn an? Ich spreche ihn an, weil ich ihn kenne und du nicht. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Ich werde vor nichts Halt machen, um sie zu töten. Alle von ihnen. Bis ihre Leichen höher gestapelt sind als die höchsten Türme. Wir müssen schnell handeln.
Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Alles klar. Machen wir. Aber erstmal verkaufen. Wie immer, wa? Ach, und identifizieren. Von Tristram. Lebt wohl, Helden der Prophezeiungen. Die Schriften sprechen von dem Bösen, das ihr in Chaldeum bekämpfen werdet. Boah, Alter. Ganz ehrlich, halt die Schnauze. Oh ja, es interessiert Kai Sau. Okay, der seltene Gürtel, den ich bekommen habe, der ist schon mächtig. Ja, ich habe einen seltenen Schulterschutz bekommen. Ja, die Armbrust gefällt mir nicht so, die werde ich auch hier. Ja, der hat zwar 9 weniger, aber ach komm, scheiß drauf, setz mal einfach an. Ja toll, seltener Zauberhut, Alter. Ja. Was will ich denn mit einem Zauberhütchen? Oh. Ein schönes Banner. Erzählt mir, red man an. Wir suchen die Heiligen. Okay. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Chaldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Lasst uns euren Onkel beerdigen. Und dann werden wir seine Mörder zur Verantwortung ziehen. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Hallo, ich will da dabei sein. Ja, sind wir dann wahrscheinlich auch. Sprechen wir den Karawanenmeister an, oder? Jo, mach du. Oder warte mal. Hat der irgendwas zu sagen, wenn wir mit dem reden? Nee, nur irgendwas. Ist irgendein Gewäsch. Reden wir mit dem Karawanenmeister. Wollt ihr euch in den nächsten Akt begeben? Sollen wir nach Chaldeum aufbrechen? Okay. Jawohl. Akt endet in 25 Sekunden. Wir sind beim Countdown dabei. Ja, wie? Ja, weil ich okay gedrückt. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Cyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan! Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden? So bin ich gefallen, freiwillig. Die Menschlichkeit
die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Tristram sicher ist, reise ich nach Caldeum, der großen Stadt des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen. Belial. Ich werde sie von ihm befreien. Epic. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Auch. Wie fett war das geil. Auch wenn die englische Synchro um einiges besser ist. Boah, ich finde die deutsche jetzt aber auch nicht. Ja, okay, Imperius hat die Stimme von Mr. Krabs von SpongeBob. Oh, jetzt hast du voll versaut. Toll, nee, nicht mehr mit dir. Danke. Ist das hier Wüsteland oder was? Hä? Ein kleines Mädchen? Krümelchen ist Händlerin. Hey, verehrte Dame, ich habe ein paar Ihr solltet sie euch mal ansehen. Was zum Teufel? Wer nennt denn sein Kind Krümelchen? Er kommt dann ausgeputscht. Oh, sieht aus wie ein Krümelchen, ne? Hi, Krümelchen, alles fit? Was ist, wenn sie erwachsen ist? Ist sie dann Krümel oder was? Alter. Also manchmal sind sie echt einfallslos. Nee, aber ist echt gute Sequenz gewesen jetzt. Ja, Mann, richtig geil. Richtig fett, Alter. Weißt du, eigentlich müsste ich nach so einer Sequenz einen Cut machen. Aber es ist leider noch nicht so weit. Also, was heißt leider? Also, es ist halt noch nicht so weit. Ja, aber die englische Synchro ist echt... Da kommt's noch mehr epic rüber, einfach. Okay, ja, guck ich ja, mal. Red mal mit der Lea, oder? Nee. Nicht? Okay. Nee, ich möchte jetzt erstmal hier geschwind. Ah, bin ich noch nicht bereit? Ja, okay, dann halt nicht. Gut, dann soll es halt nicht sein. Dann sprich mal die Lea an. Da wären wir. Caldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr. Da Caldeum nur unter Belials Bann liegt. Dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir werden uns trennen müssen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich Magda aufspüre und sie für Kanes Tod büßen lasse. Gut, ich mach nix. Ich bleib einfach hier und mach mir ein schönes Leben, okay? Ja, okay, dann verpasst halt jetzt voll den wichtigen Storypunkt, aber... Warte! Nee, war doch nur ein Witz. Nee, weil du gerade gesagt hast, ja, ihr zwei geht dahin und ich mach das. Jetzt mach mal halblang hier. War doch zu viel manchmal. Nein. Ashara. Sagt mir, Wache, warum sind all diese Flüchtlinge hier? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Ich habe Magda von Tristram aus bis hierher verfolgt. Wo kann ich sie finden? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Alles klar. Gut, dann gehen wir doch dahin, oder? Oh, hier gibt es sogar Kinder in dem Spiel. Tja,
Da ist Lea. Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Als Kind habe ich Caldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Gut, findet heraus, was ihr könnt. Wir treffen uns wieder, nachdem ich Magda getötet habe. Seid vorsichtig. Alcarnus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Okay. Okay. Solange wir rumforschen, können wir ja... Tilnan, der Händler. Caldeum steht Farbe für Wohlstand. Und ihr wollt doch nicht wie ein Bauer aussehen, oder? Warum erwerbt ihr nicht ein paar meiner Färbemittel und gönnt euch ein wenig Farbe? Ach was, können wir jetzt unsere Klamotten färben, oder was? Ah, doch. Fett. Ja, kaufen wir uns, lockerflockig. Was ist los? Ich guck erst mal, ob der hier eine schöne Rüstung hat. Ja, ich hab mir gerade schon was geleistet, ja. Na ja, gut, da hab ich mehr. Nö. Sonstiges. Was mache ich denn? Sie haben Färbemittel eingesammelt. Färbemittel können dazu verwendet werden, die Farbe ihrer Rüstung zu ändern. Sie finden das Färbemittel in ihrem Inventar. Gut. Ich habe mir jetzt mal 5 Dinger gekauft. Alle Gegenstände. Ja, färbt es dann automatisch, oder wie? Umschalt. Was? Jetzt, warte mal. Jetzt. Also rechtsklick auf das Färbemittel, um es zu aktivieren. Und anschließend linksklick auf den Gegenstand, der gefärbt werden soll. Ah. Okay, geboren, um zu färben. Dann habe ich das gerade irgendwie verkackt, glaube ich. Dann brauche ich es ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal, oder? Ich habe keine Ahnung. Was? Warum kann ich den nicht färben? Toll, jetzt habe ich eine grüne Hose und ein gelbes Oberteil. Wie behindert ist denn das bitte? Na, jetzt geht's. Dieser Gegenstand kann nicht gefärbt werden. Ich schmier das ein bisschen zu hell. Farbkoordiniert. Jetzt bin ich hier die strahlende Dämonenjägerin. Und du Was? Das sieht lustig aus. Wie ein Schlafanzug bei dir. Ja, Mann, ich brauche eine andere Farbe. Aber nimm nicht weiß, das habe ich schon. Das Winterfärbemittel, gell? Ja. So, hat man jetzt einfach mal 15 Stück gekauft. Ich nehme deinen Laden auseinander, Junge. Ist das bescheuert? Machst du dich gerade nackig, oder was? Farbkoordiniert. Ich habe Unsichtbarkeitsfärbemittel. Echt jetzt? Ja. Sieht doch viel schärfer aus, findest du nicht? Stimmt allerdings. Ach, da lasse ich mir jetzt auch ein paar raus. Einfach mal, damit ich sie hab. Ja, weißt du was? Ich nutze sie jetzt nicht, aber... Ich würde sagen, wir gehen durchs Tor, oder? Ja, warte. So, jetzt habe ich noch einen Entfärber, das heißt, da kann ich sie rückgängig machen. Gut, also ich renne jetzt hier halt nackt rum, gell? Ja,
Von meinesgleichen sind viele, die aus der Stadt verbannt wurden, nach Lut-Golan geflohen. Ja, sehr edelmütig von uns. So eine ich hab das jetzt übersprungen. Okay. War nicht quest-relevant. Wie findest du mich so? Naja. Was denn? Ja, und ja, jetzt? Weiß nicht so genau. Warte mal. Ach, hier müssen wir. Kommst du mal? Ach. Ups. Ja, verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Wo bleibst denn? Ja, ich bin noch gleich da. Die Frage ist, wo bist du? Ach da. Seh dich. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, oder? Ja. Also Freunde, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Haut rein, ciao. So Freunde, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Hier könnt ihr auf ein anderes Video von mir klicken und euch das gerne anschauen, wenn ihr möchtet. Und wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst mir noch ein Abo da. Kostet ja nichts, wa? Also macht's gut, Leute. Ciao.